Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 2, die Legende von Meantor. Wir sind hier in der Kampfarena von Falkenheim und werden jetzt uns gleich als Kämpfer einschreiben lassen, um den Champion-Titel zu holen, denn als Champion wird man den Gürtel bekommen, der ein Sternjuwel beinhaltet. Was? Du willst Kämpfer werden? Darüber musst du mit dem Manager Group Bone sprechen. Das bedeutet, das Manager ist hier hinten. Er müsste dort sein. Geh also durch. Aber dann muss ich mich auch noch gleich einschreiben. Also Mario, wenn wir gleich dort sind, dann lass mich dann auch noch mit Club Bone sprechen, denn ich möchte mich auch noch gerne einschreiben, damit ich diesem Falken nämlich seinen Schnabel verbiegen kann. Bevor wir das tun, werden wir zuerst mal kurz den Korridor noch ein bisschen untersuchen, dann gibt es auch noch etwas zu holen. Zumindest dort drüben. In dieser Kiste müsste noch etwas sein, und zwar ein Orden. Fortuna. Wenn Vorsicht geboten ist, wird jeglicher Schaden, den Mario leidet, halbiert. Jetzt ist die Frage, habe ich den Orden schon aktiv? Sieht nicht so aus, ne? Gut, wenn ich dann noch ein paar Ordenpunkte kriege, dann kann ich es dann aktivieren. Dann wäre ich dann, solange ich unter 5 KP bin, ist dann jeglicher Schaden halbiert. Weil der wäre mir sogar auch noch nützlich. Aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema zurück. Was? Du möchtest Kämpfer werden? Was? Und der Typ auch? Gut, dann geht hinein, Club Bone ist drin. Hey, was willst du? Das hier ist mein Reich. Haben wir dir keine Manieren beigebracht, dass du ohne zu klopfen reinkommst? Was? Ihr beiden wollt Kämpfer werden? Oh, neue Kämpfer sind uns immer willkommen, aber es tut mir leid, wir haben leider nur noch Platz für einen und der Typ, der da vorne sitzt, der ist leider, wie soll ich sagen, der gehört leider nicht hier, also hau ab. Aber für dich kann man noch gerne noch eine Ausnahme machen. Weil unsere Kämpfer sind noch allesamt jung, kraftvoll, energisch und kampflustig. Ein halbes Hemd wie du passt eigentlich nicht zu uns im Programm, aber der andere passt genauso wenig ins Programm. Hast du wirklich vor, der strahlende Champion unserer Arena zu werden? Ich glaube, der will mich dissen, ne? Na gut, ich muss mich halt dazu fügen. Also Mario, es tut mir leid, ich möchte dir gerne helfen, aber du musst es leider alleine durchstehen. Tut mir leid. Und ja, er möchte. Okay, okay, null Probleme, ich verstehe. Ich war schließlich auch mal so ein armer Schlucker, als ich jung war. Aber mit diesem großartigen Körper habe ich mich in den Kampfsport gestürzt. Und schließlich bin ich Champion geworden. Heute steige ich nicht mehr in den Ring, aber damals habe ich so viel Geld gemacht, dass ich es in meinem ganzen Leben nicht ausgeben kann. Oh ja, mein Traum hat sich erfüllt, also merk dir eins, tief in deinem Herzen sollst du deine Träume niemals aufgeben. Und du musst an deinen Traum glauben, um ihn wahr werden zu lassen. Also das kapiert? Und jetzt, komm mit, na los! Könnt mir vielleicht noch ein anderes Arrangement eingehen, dass ich Mario begleiten darf wenigstens? Oder? Na, wie gefällt dir das? Das ist die Garderobe des Champions. Und so der anderen Frage, ja, lass ihn begleiten, aber wenn du dich auch nur in den Kampf einmischst, dann fliegst du raus. Grandios, oder wenn du der Champion wirst, gehört das Zimmer dir. Ganz zu schweigen von dem Haufen Geld, den du bekommst. Auf dich wartet dein Leben in Reichtum und Überfluss. Und das hier ist die Garderobe für die anderen Kämpfer. Und? Nicht gerade grandios, aber sauber. Ich sorge dafür, dass es an meinen Kämpfern an nichts fehlt. Also dann, du weißt ja, dass es auf der Welt nur einen Champion geben kann. Und Champion zu werden ist ein hartes Stück Arbeit. Aber gerade das ist die Herausforderung.
In deinen Augen sehe ich glühenden Kampfgeist. Du scheinst das Zeug zum Champion zu haben, da bin ich mir ja ganz sicher. Ach ja, wenn du wirklich kämpfen werden willst, musst du diesen Vertrag unterzeichnen. Kein großer Akt, würdest du einfach hier deinen Namen hinschreiben? Ja, Vertrag unterschrieben. Okay, okay, das heißt also Mario. Du heißt also Mario, Entschuldigung. Schöner Name. Aber das Kämpfernamen ist ein bisschen schwach. Genau, ich hab's. Dein Kämpfername ist Bomba Luigi. Ein kraftvoller Name, oder? Okay, ich weiß schon, mein Gespür für Namen ist nicht der schlechteste. Von nun an heißt du Bomba Luigi. Liefer uns heiße Kämpfe. So, jetzt bist du ein Kämpfer. Tot's Guva! Ja, bitte, Sie haben gerufen. Wir haben einen neuen Kämpfer, Bomba Luigi. Bringen ihn zu einem Aufenthaltsraum. Verstanden, Herr Clubone. Also dann, komm mit. Da du jetzt zu den Kämpfen gehörst, gibt es einige Dinge, die du beachten solltest. Also zunächst, was Herr Clubone sagt, ist Gesetz. Befolge seine Anweisungen. Laut Vertrag darfst du deine Registrierung nicht ohne seine Erlaubnis kündigen. Darüber hinaus gibt es noch viele Regeln zu beachten, aber dazu komme ich später. Also, das ist dein Aufenthaltsraum. Du beginnst als Zweitligist. Wenn dir dieses schmuddelige Zimmer missfällt, solltest du schnell in die erste Liga aufsteigen. Wenn du bereit zum Kampf bist, melde dich an diesen Computer. Gegen wen du antrittst, entscheidet der Clubone. Du darfst nicht ablehnen. Probier es doch gleich. Geh zum Computer und log dich mit A ein. Wähle dann Kampf. Automatisches Registrierungssystem. Was möchtest du? Natürlich Kampf. Hallo Bomba. Super, dass du es gleich versuchst. Ich wusste doch, du hast Kampfgeist. Im ersten Kampf trittst du gegen die Gumba-Brüder antreten. Ganz easy, glaub mir. Zeig mir einen knackigen Kampf und sorge für Stimmung im Publikum. Zeig ihnen mindestens eine Show-Einlage. Die übrigen Regeln wird dir Totsukuwa erklären. Also, good luck! Du willst also kämpfen? Warte, bis du abgeholt wirst. Sieg ist derjenige, der zuerst die Kappe des gegnerischen Teams auf Null bringt. Besiegst du einen höherenrangigen Gegner, steigst du im Rang auf. Verlierst du gegen einen Gegner niedrigeren Ranges, kann dein eigener Rang sinken. Aber es reicht nicht zu siegen, du musst die Auflagen im Kampf genau einhalten. Also musst du diesmal dem Publikum mindestens eine Show-Einlage liefern. Erfüllst du das, bekommst du im nächsten Kampf einen höherrangigen Gegner. Bist du bis Rang 11 aufgestiegen, bekommst du die Chance, in die erste Liga zu wechseln. Das wäre vorerst alles. Hast du alles verstanden? Ja. Also gut. Warte, bis du abgeholt wirst. Ja, das Zimmer ist wirklich so schmuddelig. Und das haben sie uns verschwiegen. Bomba, dein Kampf beginnt. Folge mir. Du wirst abgeholt. Also dann, viel Glück. Und die Gumba-Brüder sind ja schwach. Warum jetzt diese sind? Es folgt der Kampf zwischen den Gumba-Brüdern, bekannt auch als die kosmischen Steinköpfe, und dem vielversprechenden Newcomer Bomba Luigi. Die Gumba-Brüder warten schon ungeduldig im Ring auf ihren Gegner. Also, wie fühlt ihr euch heute? Wir sind unter Hass auf den Kampf. Bomba Luigi heißt der Kerl, und zwar zu lassen ist ziemlich dumm von ihm. Aber wir werden dem Grünschnabel schon Manieren beibringen. Vielleicht sollte er schon mal die Ambulanz bestellen. Oh, endlich betritt Bomba Luigi den Ring. Es zeugt von selbstbewusst, als Newcomer gleich zu spät zu kommen. Also Bomba, ich werde dir kurz die Regeln erklären. Ach scheiß drauf, auf ihn! Zeige dem Publikum mindestens eine Schauenlage. So ein niederträchtiges Praktikreifen an, bevor er überhaupt den Gong schlägt. Was los, Mari? Von solchen Typen lassen wir uns doch nicht einschüchtern. Wir sehen, wie sie um Gnade flehen. Hehe, das war die Begrüßung fürs zu spät kommen. Bedankt euch artig. Ja. So, mal kurz die Schaueinlage.
Heute sagen wir nämlich die Gumba-Begrüßung. A, B, C, D, E. So machen nämlich die Gumbas immer gerne platt. Was gesehen, Bombe? Aber sag uns, wie war der erste Kampf für dich? Ich weiß nicht, ob mir jetzt das Copyright-Verstoß gibt. Aber ich probier's dann einfach mal. Langweilig. Ja gut, ich muss dann wahrscheinlich kurz muten und das wahrscheinlich so einfügen. Ein fantastischer Kampf und ich zähle auf dich für die nächste Begegnung. Nun, du bist der neue Held. Ich bitte um Applaus. Bravo, Bomba Luigi! Also, wenn es noch drin ist, dann ist es gut, weil ich versuche nämlich dann das von Homer Simpson rein zu editieren. Der Kampf eben war ganz passabel, Bomba. Aber ein Profi sollte sein Publikum etwas besser zu begeistern wissen. Beim nächsten Mal erwarte ich eine aufregende Vorführung, alles klar? Also dann, Potskuba wird dir deine Gage geben. Bitte, deine Gage. 3 Münzen erhalten. Mario steigt auf Rang 19. Wenn du bereits zu einem neuen Kampf bist, wähle wieder Kampf am Computer. Deinen aktuellen Rang kannst du ebenfalls am Computer erfahren. Bis zur Festlegung deines nächsten Kampfes kannst du dich frei bewegen. Also, bis dann! Hey, Greenhorn, wie war dein erster Kampf? Ich bin Barono, kämpfe in der zweiten Liga, genau wie du. Ich hoffe, wir werden uns gut verstehen. Das da ist Bombasto. Hallo! Wenn mir einander Chance of Family vorgestellt hätten, lass mich dir einen Rat geben. Dort Skova hat dir das zwar schon gesagt, aber du solltest dich wirklich strikt an der Anweisung vom Chef halten. Gelingt dir das, bekommst du im folgenden Kampf einen höherrangigen Gegner. Wenn nicht, ist dein nächster Gegner im Rang unter dir. Du schaffst es also nie, einen neuen Rang zu erkämpfen. Bombastos Ratschläge sind manchmal ganz hilfreich, frage nur ich ab und zu. Ich nur manchmal, mein Rat ist immer gut. Das hier ist Samum. Hehehe, meist bin ich nicht hier, aber wenn du mich siehst, sprich mich ruhig an. Übrigens, wenn du dich ins Bett legst, werden Kappi und Pipi aufgefüllt. In dem kuscheligen Bett des Champions wird sogar die Sternenergie aufgefüllt. Und das ist Felshelm. Ey Marano, tu nicht immer so, als wären wir alle Freunde. Es ist gerade die Liebenswürdigkeit in Person. Das sind alle, die zurzeit in diesem Zimmer untergebracht sind. Wenn du irgendwelche Fragen hast, sprich ruhig einen von uns an. Ach und... Wir müssen bestimmt auch mal gegeneinander kämpfen. Ja, das stimmt. Ich glaube, in diesen Spenden ist sowieso generell nichts. Wenn wir in den ersten Spenden schauen. Okay, das ist nichts. Und hier ist auch nichts. So. Dann wird das eigentlich auch alles. Dann können wir uns mal kurz die Rangliste ansehen. Wer haben mir alles so platziert? Bitte die Rangliste. Okay, die Gumba-Brüter waren ja vorhin auf Platz 19. Dann haben wir auf Rang 18 die Panzerkämpfer. Das könnte wahrscheinlich jetzt dann auch unser neuer Freund sein. Dann haben wir noch das Pocket-Trio, die Knochenwerfer, Stachi und Partner, die Banditenbande, Piranhas und Co., die Hypersteine, die Bomber. Und ab Rang 10, das ist aber schon die erste Liga. Dann haben wir dann die Stahlbrüder. Die Pickelkäfer, die Stachelsteine, die Schattengang, das Fuzzi-Trio. Und zu dem Fuzzi-Trio, da kann ich dann gleich auch noch einen coolen Level-Trick zeigen. Was uns dann ermöglicht, dass wir nämlich die maximalen Sternpunkte holen. Und das werde ich dann sogar einmal ausnutzen, um es zu zeigen. Dann haben wir noch das die Kamek-Dämon, Lanzissimo, das Brüder-Trio, die Feuer-Jumps, die Asko-Patrouille, die wir schon einmal gesehen haben, und natürlich der Champ Aurelius. So, und dann werden wir jetzt schon mal den nächsten Kampf angehen. Gegen Marono. Hallo Bomba, du möchtest dich also zum Kampf anmelden. Also gut, dein nächster Gegner
Es ging werde ich auf Rang 18, du kämpfst gegen die Panzerkämpfer. Im folgenden Kampf solltest du mindestens eine Sternattacke nutzen. Echte Dramatik braucht Höhen und Tiefen. Bring uns als ein Highlight und zeig mir einen guten Kampf. Oh, sieht so aus, als hätten wir die Ehre, gegeneinander anzutreten. Ja, sieht so aus. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bombaluigi und die undurchdringlichen die Panzerkämpfer. Lasst uns niemals besiegen! Also los, Bomba! Wir sind zwar in derselben Garderobe, aber erwarte keine Gnade im Kampf! Let's fight! So, die wollt auf jeden Fall eine Sternattacke von mir sehen. Das lässt sich gut einrichten und ich weiß dann auch schon gleich welche. Aber jetzt macht mir einen kleinen Scanner. Bitte den Panzerpara. Das ist ein Panzerpara. Also ein etwas verfärbter Parakoopa. Maximal KP 4, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Er kann nicht mehr als ein jeder normale Parakoopa. Seine Verteidigung senkt also auf 0, wenn er auf dem Rücken liegt. Meine Kopflos ist übrigens auch ziemlich effektiv. Also auf in den Kampf. Und ich würde sagen, ein Multisprung wird auf jeden Fall alles regeln. Dann ist der schon mal im Liegen, der schon mal liegen und der wenigstens unten. So, dann bitte die nächste. Den Panzerkoopa. Das ist ein Panzerkoopa. Die Farbe ist etwas anders als bei normalen Koopas. Maximal KP 4, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Er kann nicht mehr als ein normaler Koopa auch. Du kannst ihn besiegen. Du solltest Marona nicht zu soft anpacken. Ihr bleibt trotzdem Freunde. Ja, hat sie auf jeden Fall recht. Wir machen jetzt kurz einen Sternfit. Wenn wir schon mal die verlorenen Blütenpunkte wieder haben. Jetzt soll es ja keine Rolle. Wir können ja auch im Bett legen und schlafen, haben wir es auch wieder zurück. Aber wenn schon. Wow, am Ende kommen die drei Giftpilze. Wenn schon vor allem verlangt wird, dass man das macht, dann macht man das auch. So, dann machen wir nochmal einen Sprung. Du machst noch zu Sicherheit noch eine Abwehr. Nicht, dass ich jetzt verschätze, aber ich glaube nicht. Ding, ding, ding. Da geben auch schon keine, weil die halt schon schwache Gegner sind. Oder ich war schon zu stark gelevelt. Und der Gewinner ist Bombaluigi. So geht das. Bitte deine Gage. 4 Münzen erhalten. Mario steigt auf Rang 18. Ich lasse dich jetzt allein. Also, man sieht sich. Du kämpfst nicht schlecht und diesmal hast du uns sogar geschlagen. Aber das nächste Mal werden wir dich besiegen. Gut, die 28 reicht. Ja gut, so gestätig bin ich jetzt auch nicht. Was kann man so lassen? Dann gehen wir jetzt in den nächsten. Und der Vorteil ist, ich kann jetzt immer speichern, wenn ich will. Hallo Bomba, du wirst dich also zum Kampf anmelden. Also gut, dein erster Gegner. Ist gegenwärtig auf Rang 17, du kämpfst gegen das Poké-Trio. Im folgenden Kampf solltest du dem Publikum mindestens eine Show-Einlage zeigen. Ich hab dir ja schon oft gesagt, du musst das Publikum mehr begeistern. Also zeig mir einen guten Kampf. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich glaube das Poké-Trio schon gescannt. Das heißt, Kuppel, oder darfst du auch mal einen kurzen Einsatz haben. Weil ich glaube, wir haben die schon im Duel-Cracker einmal gesehen. Ja, es sind die. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bombaluigi und die gestachelten das Poké-Trio. Wir schaffen das. Wenn du uns noch nur anfasst, wirst du schon dein blaues Wunder erleben. Let's fight. Na, es ist ein bisschen langweilig. Aber was will man schon tun? So.
Haben wir Powerpanzer, das wird sich schon mal gewaltig ausschalten. So, Mario kann jetzt noch mit einer Feuerblume nachsetzen, damit ist die schon mal gebraucht. Und tschüss. Und der Gewinner ist Bumbaluigi. Gewonnen. Und ich glaube, die Texte muss ich eigentlich auch nicht mehr wieder an die... Sind immer dieselben. Und wir kriegen wieder 4 Münzen und sind jetzt auf Rang 17. Bomba, da bist du ja wieder. Und? Hast du wieder gewonnen? Du siehst ja topfit aus. Weißt du, du bist mein großes Vorbild. Kommst du mal her? Du weißt genau, dass ich dir verboten habe, da reinzugehen. Also hör damit auf. Du solltest langsam lernen, Regeln zu befolgen. Und du solltest aufhören, mir ständig nachzulaufen. Das finde ich so widerlich. Wenn du nicht machst, was ich dir sage, fliegst du raus. Kapiert? Schon wieder Samum. Tut mir leid, dass ich dieses der Weib mitgebracht habe, Marono. Mach dir nichts draus, die spitze ich immer so auf. Ich mag sie irgendwie nicht. Aber warum nimmst du ihr auch dauernd nach? Bist du etwa verknallt? Blödsinn. Aber was auch immer, ich gehe dann mal wieder. Das wirkt mir auch schon ein bisschen suspekt. Ich schau mal nach. Kann ich in der Zwischenzeit noch kurz einen Speicher machen? So, wo ist Samum? Ach, da bist du. Hey Bomba, wie geht es dir? Ich habe einige auch interessante Dinge herausgefunden. Hast du schon einmal etwas über die 7 Mysterien der Arena gehört? Über diese Arena kursieren viele Gerüchte, aber einige sind besonders rätselhaft. Diese 7 Mysterien. Mich hat das brennend interessiert, also habe ich mich hier etwas umgesehen. Was meinst du? Möchtest du etwas über die 7 Mysterien erfahren? Ja, gerne. Was interessiert dich denn? Etwas über die gefleckte Wand. Im Aufenthaltsamt der 2. Liga gibt es ein zugestopftes Loch in der Wand. Da sollten sich die Überreste ehemaliger Kämpfer befinden. Echt? Dann hätte ich gerne mal über die menschenfressende Toilette. Irgendwo in der Arena soll es eine Toilette geben, die Menschen frisst. Wenn das jemals passiert ist, vermeidet es tunlichst, das ein zweites Mal zu erleben. Gut, dann hätte ich gerne etwas über das rätselhafte Treppe. Irgendwo hier gibt es einen zweigeschossigen Raum, jedoch ohne Treppe. Da scheint niemand jemals ins obere Geschoss gekommen zu sein. Trotzdem sollten von dort oben manchmal wehklagende Stimmen zu hören sein. Dann hätte ich gern noch etwas über das Geisterzimmer. Im Zimmer des Champions soll es Geister geben. Man hört sie wohl leise flüstern, wenn man ganz still ist. Vielleicht die Rachegeister, jener, die gegen den Champion verloren haben. Dann hätte ich gern noch etwas über dieses seltsames Leuchten im Ring. Der Freund eines Freundes meines Freundes hat das mit eigenen Augen gesehen. Manchmal ist im menschenleeren Ring ein seltsames Leuchten zu sehen. Aber da die Tür verschlossen war, konnte er nicht hineingehen und nachschauen. Ich muss unbedingt versuchen, das selbst zu sehen. Gut, dann wären wir noch spurlos verschwunden. Anscheinend verschwinden gelegentlich Kämpfer aus der Arena. Auch der erste Champion. Dark Toadster ist angeblich spurlos verschwunden. Moment, es gab einen Champion, der ist verschwunden und die unternehmen nichts? Lernt noch etwas über Clubono Totskuba. Was mir aufgefallen ist, für einen über 60-Jährigen ist Clubono noch ziemlich knackig. Er muss ein ungeheuer gutes Trainingsprogramm haben. Und über Totskuba kursiert auch ein seltsames Gerücht. Von Zeit zu Zeit verschwindet sie plötzlich. Ein Kämpfer hat mal beobachtet, wie sie zur Toilette gegangen ist. Und sie soll ewig nicht wieder herausgekommen sein. Was?
Wie verdächtig ist, die Toilette so lange zu beobachten? Strange, strange, strange. Vor allem über Dark Toadster. Da warst du wahrscheinlich mal der Urchamber, bevor es dann dieser Falken wurde, Aurelius, wie es sich auch nennt. Egal, wir machen einfach mal den Show Must Go On und werden noch weiter kämpfen. Ja, das reicht noch. So, wen hat mir eigentlich als nächstes, damit ich das weiß? Ah, die Knochenwerfer. Also dürfen wir gerne wieder Bowling spielen. Hallo Bomba, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut, der nächste Gegner ist gegenwärtig auf Rang 18, du kennst. Hä? Habe ich die Schaueinlage nicht erfüllt? Okay, es gibt einen kurzen Cut und ich schlag die mal auf. Bis gleich. Also ich kann das erstens so erklären, dass ich die Schaueinlage vergessen habe. Einfach viel zu schnell. So, jetzt muss ich doch mal kurz holen und dann geht's jetzt wirklich los mit dem nächsten. Also ich hab's schon wieder versaut. Schau ich mal nach. Ah, jetzt Rang 16. Wo kämpfst du dann gegen die Knochenwerfer? Im folgenden Kampf solltest du keine PP verbrauchen. Ich möchte sehen, wie du mit einfachen Mitteln im Kampf zurechtkommst. Zeig mir einen guten Kampf. Das heißt, ich darf wahrscheinlich ein bisschen länger kämpfen. Aber dafür habe ich wenigstens eine Kraft plus aktiv. Also ohne hätte es schwierig werden können. Ich hätte sie gerne in einem Zug ausgelöscht, aber anscheinend widerspricht es nicht. Gegen den folgenden Kampf sind der Krawallkämpfer Bombaluigi und knarzenden Knochen, die Knochenwerfer. Werden Sie, Mario? Und ihr wird nicht mehr als ein Skelett übrig bleiben. Und dann los! Und er hat sogar noch einen Pilz. Also gleich schön sein lassen wirst. Und ich kann mich dann gleich auch wieder gerne im Bett teilen. Die sind jetzt echt so stark. Nur sie können sich reproduzieren. Wenn es kann, der Reproduzierte nicht noch eine Aktion durchführen, sonst hätten sie sich immer reproduzieren können. Bis zu maximal 5. So, und Problem gelöst. Ich habe jetzt auch viel aufgeführt und keiner verbraucht. Und der Gewinner ist Bombaluigi! Er schafft Mario! So, und jetzt kriegen wir 5 Münzen und sind jetzt auch auf Rang 16. Und diesmal sogar auch mit der Bedingung, außer ich hätte sie wieder versaut. Schon wieder gewonnen. Mann, du bist wirklich der Hammer. Du bist der vielversprechendste Kämpfer, den ich jemals gesehen habe. Mach weiter so. Vertrau mir, ich habe einen Blick für so etwas. Aua! Sei ruhig. Mein Bein! Alles okay? Fass sie an! Aua! Hier lang. Halt aus. Mama! Aus dem Weg! Scheint einer so stark verletzt zu sein, dass er ins Krankenhaus gebracht wird. Aber schließlich wird hier gekämpft, da passiert so etwas häufig. Okay, wenn ich das sehe, dann bin ich sogar froh, dass ich nicht teilgenommen habe. Obwohl ich liebend gerne den Falken nämlich gerne verprügelt hätte. Naja. So, der nächste auf unserer Liste wäre Stachi und Partner. Das heißt also, Gumbrina darf dann auch wieder ihren Einsatz haben, denn die haben mir mit Sicherheit nicht gescannt. Aber wie der Kampf dann ausgeht,
Das erfahrt ihr dann im nächsten Part, denn ich werde jetzt auch hier beenden. Auch wenn ich hier Spaß daran habe, aber mir geht leider die Zeit ein bisschen weg. Also dann, danke fürs Zusehen, ciao und bis zum nächsten Part. Dann geht es dann weiter in der Kampfarena und wir werden dann weiter in Richtung des Champion-Titels kämpfen. Also bis dann. Ciao.